Die Fortsetzung von 50 Shades of Grey wird wieder extrem sexy. Daran hatten wir vorab zwar auch keinen Zweifel, aber Hollywood hätte sich auch dafür entscheiden können, den Film ein bisschen familientauglicher zu machen, um mehr Dollarscheine durch die Kinokassen zu spülen. Offensichtlich ist dem aber nicht so. Die MPAA, das amerikanische Gegenstück zu unserer FSK, hat 50 Shades of Grey 2 nämlich gerade eingestuft und dem Film keine Jugendfreigabe gegeben. Eine Begründung für das sogenannte R-Rating folgte ebenfalls und die verrät uns ein bisschen über den Look von Gefährliche Liebe. Im Film gibt es explizite Nacktheit, stark erotisch-sexuelle Inhalte und Dirty Talk meldet Coming Soon. Damit wurde die Ankündigung der Macher von 50 Shades of Grey 2 bestätigt, die bereits vorab bekannt gaben, dass die Fortsetzung deutlich freizügiger und weniger zahm geschnitten werden soll. Zu Porno oder desto doller, desto besser? Schreibt eure Meinung zu 50 Shades of Grey 2 hier in die Kommentare. Film.tv.